Mach endlich Gaming Room Tour! Ja Leute, viele von euch wollten ja eine Room Tour. Ich bin ja gerade nicht in Österreich, aber ich habe trotzdem für euch was aufgenommen davor und jetzt gibt's eine 3 Minuten Room Tour, also bleibt bitte bis zum Ende. Also ja, wir sind zu 95% fertig, Deckenausbau fehlt noch eine Kleinigkeit, die Gaming Setups sind fertig und wir fangen mal mit meinem Lieblingsstück an, mit diesem Spieleautomaten. Das ist ein selbstgebauter Bartop-Spieleautomat, da ist ein Raspberry Pi 4 drin und eine 1TB oder 2TB SSD, ich weiß gar nicht mehr, und um die 25.000 Spiele. Ich habe leider nicht den optimalen Platz dafür gefunden, aber hier kann man zumindest noch ein bisschen zwischendurch zocken und es bockt einfach so richtig. Also für jeden, der einen Gaming Room hat, ist sowas einfach ein Must-Have. Dann hier ist mein Arbeitssetup, also hier passieren die meisten Umbauten, Reparaturen, da sind auch die VR-Headsets hinten an der Wand, also die VR-Area ist da auch so quasi. Das ganze Werkzeug ist einfach in zwei so IKEA-Alex-Regalen sortiert. Ich wollte es zuerst an die Wand hängen, aber da war einfach zu wenig Platz und es sind viel kleine Teile. Netzwerktechnisch alles über Wi-Fi 6 miteinander verbunden. Da ist auch der Serverschrank, da stehen die ganzen NAS drin, die USV und so ein Zeug. Viele haben mich gefragt, wozu brauchst du einen Serverschrank? Ja, da steht auch ein Server drin, aber der wird eigentlich gar nicht benutzt. Ich dachte mir, schaut einfach cleaner aus, als das ganze Zeug irgendwo hinzustellen. Und ja, da ist das Haupt-Gaming-Setup mit einem 42 Zoll OLED, dann noch einem kleinen Monitor für Chatlesen, also für hier kommen dann auch die Gaming-Streams. Cherry USB RGB-Mikrofon, da der Gaming-PC und ja, dann haben wir hier halt die Haupt-Area. Momentan steht auch noch 3D-Drucker und so ein paar Maschinen hier im Raum, die werden aber in Zukunft in den Maker-Room kommen. Es ist halt wirklich schwierig, mit Dachschrägen den Platz optimal zu nutzen. Ein Fehler, den ich gemacht habe, die Couch ist viel zu groß. Aber ist schon ganz chillig, wir haben hier das Sonos Soundsystem und vorne habe ich eben den LG OLED. Viele haben mir gesagt, der TV ist zu klein, aber ich mag es eher kleiner und näher davor sitzen, wenn man Competitive spielt. Und wenn ich mal was entspannt zocken will, dann lasse ich einfach hier die Projektorleinwand runter. Die ist von Vivid Storm und viele haben mir gesagt, hol dir eine günstige von Amazon, aber Leute, vertraut mir, mit einer guten Leinwand holt ihr das Beste aus eurem Projektor raus. Das Material von der Leinwand ist wirklich gut, reflektiert enorm gut, genau richtig für Kurzdistanzprojektoren und damit schaut das Bild einfach viel besser aus als auf einer normalen Leinwand. Das mal ohne Speed-Up, es dauert halt recht lange, bis die Leinwand da unten ist, ist manchmal ein bisschen nervig, aber kann man schon damit leben. Die Xbox Series X und die PS5 sind mit dem HDMI-Switch auch mit dem Beamer verkabelt und dann kann ich da ganz einfach chillig zwischen den Setups umschalten. Der Tisch da, haben viele gefragt, ist ein ganz normaler Tisch mit ein paar LEDs und da habe ich halt meine Controller reingegeben und ja, das war's im Grunde genommen auch schon wieder mit dem Gaming Room. Viele haben auch gesagt, hörst du jetzt mit dem Content auf, weil der Gaming Room fast fertig ist und nein, natürlich nicht, ich hatte jetzt noch keinen Platz für mein ganzes Zeug zum Arbeiten. Das nächste Projekt steht aber schon in den Schuhen, wir werden hier den Keller umbauen, also die Werkstatt hier werden wir auf jeden Fall umbauen. Da kommen die ganzen Sachen wie 3D-Drucker, Laser und alles eben zum Umbauen rein. Und ich habe meine Frau endlich davon überzeugt, dass wir unten einen kleinen Arcade-Room machen, also das sind die nächsten Schritte.